In den neuen Folgen Harz und Herzlich gibt es ein Wiedersehen mit Serienliebling Elvis. Der Benz-Barackenbewohner hat jedoch ein besonderes Anliegen, er will sich gemeine Kommentare im Netz nicht mehr gefallen lassen. Die Harz und Herzlich-Fans können es kaum erwarten, Serienliebling Elvis wiederzusehen. Der Benz-Barackenbewohner hat sich zu einem wahren Kult-Harz- und Herzlichster gemausert und durfte sich bereits über ein eigenes kleines Spin-off freuen, seine Webserie Einfach Elvis. In den neuen Folgen der beliebten RTL2-Sendung spricht er nun jedoch von den Schattenseiten des Internets. Auf gemeine Kommentare im Netz hat er nämlich gar keine Lust mehr und rechnet mit seinen Hatern ab. Harz und Herzlich Elvis, wir gehen arbeiten. Er will sich die Vorwürfe nicht mehr gefallen lassen. Seit 16 Jahren wohnt der sechsfache Familienvater jetzt schon in den Mannheimer Benz-Baracken. Mit seiner Frau Katrin wird er beim Versorgen seiner Großfamilie seit Jahren vom Staat finanziell unterstützt. Das stößt im Netz auf Unverständnis und der Harz- und Herzlich-Star ist immer wieder gemeiner Kritik ausgesetzt. Damit soll jetzt ein für alle Mal Schluss sein, Elvis macht seinen Hatern in den neuen Folgen eine klare Ansage. In der Folge Harz und Herzlich, Tag für Tag Benz-Baracken vom 14. November 2023 wird Elvis noch einmal mit Netzhasskommentaren konfrontiert, die lauten: Bist ein gutes Vorbild für deine Kinder, wenn du nicht arbeiten gehst. Ganz toll, oder ist das der, der keinen Bock auf Arbeit hat? Der, der für alles eine Ausrede parat hat? Lächerlich. Solchen Leute gehört alles gesperrt. Zu viel für den Hartz-IV-Empfänger. Elvis, der sich mit seiner Frau Katrin mit Minijobs über Wasser hält, fasst zusammen: Es gibt ja viele, die Kommentare schreiben, die nicht der Wahrheit entsprechen. Wir sollen doch arbeiten gehen. Wir sollen dem Staat nicht auf der Tasche hängen, und kontert direkt: Wir liegen dem Staat gar nicht auf der Tasche. Tun wir nicht. Wir gehen arbeiten. Wir fahren behinderte Menschen. Wofür Elvis der Spaß jedoch wirklich aufhört, ist, wenn es um seine Kinder geht. Dass auch sein Nachwuchs nicht vor Netzhass sicher ist, kann er nicht verstehen. Kommentare, die ihnen vorwerfen, sie seien faul und hätten keinen Schulabschluss, gingen gar nicht, das stimmt alles nicht. Der Martin zum Beispiel hat mit Hartz IV gar nichts zu tun. Der hat seine Schule abgeschlossen. Ist direkt danach in eine Ausbildung als Kaufmann gegangen. Vanessa macht Altenpflege. Der Rest der Kinder geht in die Schule. Zwei unserer Kinder sind derzeit in Mutterschutz. Aber die werden im Anschluss auch arbeiten gehen. Damit sollten die bösen Stimmen im Netz wohl erst einmal verstummen.